Möchtest du Länderflaggen deiner Excel-Tabelle vervollständigen ohne den Aufwand von Malen oder dem Einfügen von Bildern? Dann wird dir dieser Trick viel Zeit sparen. In diesem Video zeige ich dir, wie du das ganz einfach Schritt für Schritt erledigen kannst. Um dir zu zeigen, wie einfach es ist, diese Flaggen hier in Excel einzufügen, habe ich schon mal eine Kleinigkeit verrückt. Lediglich müssen wir das Ganze noch mit den Flaggen versehen. Dazu markieren wir alle Zellen mit den Ländern. Wenn wir das getan haben, gehen wir nach oben zu Daten, suchen uns jetzt bei dem Datentyp die Geografie raus, klicken also darauf und jetzt siehst du natürlich, hier unten in den Zellen hat er hier vorne was eingefügt. Lediglich müssen wir das Ganze jetzt noch verwenden. Das heißt also, wir markieren uns wieder alle Länder. Dann kommt hier ein schönes Symbol, worauf klicken. Gehen dann runter zu Bild. Und er fügt das ein, was wir auch brauchen. Leider ist es so, wenn ich jetzt hier alles wählen würde, würde ich hier FFF kommen. Und das ist doppelt gemoppelte Arbeit. Deswegen ist es einfacher, das Schritt für Schritt zu machen. So soll das Ganze dann bei dir auch am Ende aussehen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, bei England hat er jetzt hier keine Flagge eingegeben, sondern einfach nur ja so ein kleines Symbol. Und man kann sich das Ganze anschauen, indem man mal hier raufklickt. Dann siehst du auch schon, was er genau eingefügt hat. Und zwar dieses Bild hat er dann hier eins zu eins da vorne eingefügt. Ja, so einfach kann man die Flagge in Excel einfügen. Ich hoffe, dir, liebe Leute, hat das Ganze gefallen. Lasst mir mal ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir, TheCo000, in Excel verpasst. Also bis zum nächsten Mal.